Und hier sind die Jonas Brothers. Auf einer Tour gibt es viel zu tun. Trotzdem finden wir immer eine Auszeit für Spaß und Blödsinn. Du hast was im Gesicht. Wir sind eben Teenager. Wir wollen Spaß haben. Wir sind fast jede Sekunde zusammen. Hoffentlich wird... Doch unsere Vorstellungen von Freizeitgestaltung gehen oft auseinander. Nimm bitte die Banane weg. Nicks schönster Zeitvertreib sind sportliche Wettkämpfe aller Art. Keine Tour ohne Wiffleball. Beim Sport bin ich meistens überlegen. Kevin verbringt einen freien Tag am liebsten im Gitarrenladen. Tolles Teil. Wie spielt man Banjo? Eine elektrische Mandoline. Zeig mal. Angeber. Ich weiß was Lustigeres. Ich lasse am liebsten dem Streber in mir freien Lauf. Jeden Tag um 3 bricht mein zweites Ich durch. Noch nicht. Wie geht's? Da kommt ein Lady, Nick. Hey, Lady. Willst du meinen Bibliotheksausweis sehen? Bist du ein Engel, so tief, wie du gefallen bist? Stimmt, Baby. Super gemacht, Joe. Wahnsinn. Sofort ist man verwandelt. Doch manchmal entdecken wir auch etwas, das wir alle cool und nicht so abgehoben finden. Dann heißt's Familienausflug. Nach Jonas Art. Und klein Frankie darf mitschweben. Steht mal kurz auf und übt mit mir die Körperhaltung. Die muss symmetrisch sein. Wie geht's euch? Gut. Ihr seht bescheuert aus. Setzen. Wow. Wahnsinn. Wir sind immer dafür zu haben, was Neues auszuprobieren. Gut so? Ja. Der Lehrer hat ein bisschen angegeben mit seinen Spider-Man-Tricks. Unsere Versuche waren eher peinlich. Aber Frankie war total gut. Er hat in Rückenlage richtige Kunststücke gemacht. Ich war voll neidisch. So was Cooles haben wir lange nicht mehr gemacht. Jetzt bin ich aufgepumpt für die Show. Ob auf der Bühne oder in der Luft, wir wollen hoch hinaus. Vielleicht springen wir das nächste Mal mit Fallschirm aus einem Flugzeug. Wenn uns unsere Eltern lassen.